So, damit hallo und herzlichst willkommen zurück zu Let's Play Republik Kommando, Star Wars und so. Infiltration der Druideneinrichtung. Die Separatisten haben ihre Druidenfabrik tief im Herzen des Planeten versteckt. Das Delta-Team muss in das innere Versteck der Geonesianer vordringen und die Hauptdruidenfabrikationsstätte finden. Tun wir das nochmal. Das gleiche wird er uns wahrscheinlich auch erzählen. Wir haben ein paar Fabriken, aber unsere großen Sturmtruppen kommen da nicht rein. Oh. Ausgehend von der Wärmesignatur dieses Turms muss darunter eine Fabrik sein. Die Neutralisierung einer der Fabriken könnte uns einen entscheidenden Vorteil verschaffen. Unsere Scanner können die Fabrik nicht exakt orten. In der Nähe ihrer Position muss ein Störsender sein. Zuerst muss der Störsender deaktiviert werden. Anschließend bringe ich sie zu ihrem Primärziel. Die Kommunikation. Gestört. Sind da drin auf sich gestellt, bis deaktiviert haben. Das Signal ist gestört, Sir. Ach. Schade, es wurde gerade Käfer! Schade, es wurde gerade Käfer. Okay. Gut, dass es eben Käfer wurde. Ein Scharfschützenabsatz. Scharfschützenmodus. Extrem präzise, extrem tödlich. Tür aufbrechen, los! So sieht's aus. Ich verstehe zwar nicht ganz, was die Kugeln da oben sollen. Naja. Gesichert. Bumm. Deckung, Granate! Ach, scheiße. Los, Attacke! Dieser Geruch, sie ernten Finderharz. In der Rohform hochexplosiv. Zu wissen, ne? Los, los! Ich gehe ja schon. Unter uns sind Maschinen. Wir scheinen auf dem richtigen Weg zu sein. Das heißt, wir müssen noch ein paar Bugs töten, was? Sieh mal einer an. Mehrere Ziele auf der Brücke. Lieder, das ist ja eine gute Position für einen Scharfschützen. Oha. Haha. Verbrenn, du Noob. Muss eine andere hin. Da ist er ja. Feind vernichtet. Fast ein No-Scope. Aber nur fast. Finden Sie den Störsender? Naja, ja, ich finde den da schon. Das hört sich nicht gut an. Da oben ist ganz schön was los. Da oben ist eine Facebook-Party. Hast du mir wieder auf den Bildschirm gerotzt? Mir gefällt's hier gar nicht. Ne, mir auch nicht. Wackelt so sehr. Was sind das für Dinger? Sehen aus wie Eier. Das scheint eine Art geonosianische Brutkammer zu sein, Gentlemen. Unglaublich. Hallo! Guck, guck! Sicher ist sicher. Gut, ich dachte, schlimmer kann's nicht mehr werden. Gute Arbeit, Delta. Oh, und schon müsst ihr wieder geheilt werden. Humpeln Sie nicht rum, nehmen Sie Bagdad, Soldat. Hole Bagdad, Sir. Ein Problem weniger. Oh, der andere kennt nichts. Scharfschützenstellung einnehmen, Kommando. In Ihrer Position, Boss. Hi, was soll hier? Waffe bereit. Position ändern, Delta. Heilen Sie sich, Delta. Ich darf nicht mehr sagen, Sir. Bagdad eingenommen. Na, 7, was los? Ihr seid eklig. Unterschlag, Sir. Ihr seid eklig. Ihr seid. Wo ist er denn? Du bist eklig. Du bist eklig. 17, immer vergewissern, dass sie tot sind. Ich mach dich Messer. Und dann stöbern nicht, weißt du? Und diese Explosion, ne? Verbrennen. Angeber. Muss nachladen. Positionieren Sie sich hier, der Störsender. Er ist abgeschirmt. Zielbereich in die Konsole für den Schild muss hier irgendwo sein. Haha. Alle Neune. Der Störsender stört meine Systeme. Na, no, nicht wirklich, ne? Erstaunlich ist, dass er die Druiden nicht sonderlich stört. Hat er mir einen elektrischen Schlaf verpasst, der Arschloch. Scharfschützenstellung einnehmen, Kommando. Ah, scheiße Übung. Am anderen Ende des Raums ist eine Computerkonsole. Ich muss den Schild des Störsenders deaktivieren. Eine Computerkonsole? Ich muss endlich das Terminal, Kommando. Willst du irgendwas von mir? Sie? Konsolenhecken? Am An? Ja, ja. Wir brechen auf. Erledigen wir sie von hier, Delta. Rücken Sie zu Ihrem Ziel vor. Delta, formieren Sie sich. Sie erleben mein Meisterschatz in den Och. Sie haben Fächer. Immer solche Schweinereien hier, Mensch. Ja. Aua.
Ah, setz dich erstmal selber an Brand. Oh, bin ich blöd. Lasst mich in Ruhe, ich bin doof. So, halten wir uns erstmal eine lustige Runde und dann kann der nächste mal ran. Ja. Du fliegst nur hier rum, du fauler Sack. Mach ich das halt selber, Mensch. So. Schilde deaktiviert. Sprengen wir den Störsender. Wir kümmern uns gleich darum. Erstmal brauche ich Molly. Das hat geholfen. Das hat dir geholfen. Zeigen Sie, was Sie können, Kommandant. Positiv. Verloren. Bringen Sie einen Sprengsatz am Störsender an. Platziere Mine. Zeigen Sie, was Sie können, Kommando. Rücken zu Ihrem Ziel vor. Bombardieren Sie sie von dort, Alter. Ich bin unterwegs. Nein. So hier mal nicht, ne? Was willst du hier? Oh. Ja, erstmal will ich ihn hier, da guckt man so. Präzisionsschuss abbrechen, Kommando. Ist das Heli auf einmal? Manöver abbrechen, Delta. Mörder. Zeigen einen großen Komplex in der Ebene unter Ihnen. Gehen Sie durch die Öffnung hinter dem Störsender. Sie, Bagdad, jetzt. Ja, Sir. Sie, Bagdad, morgen. Am Ende dieses Schachts ist ein Sims. Von dem Sims aus können Sie sich in die Ebene darunter abseilen. Oh, ich mag Sims. Juhu. Das Herz der Maschine, mein Gott. Wir müssen weiter runter. Wir sind genau hinter Ihnen, Teamleader. Aufpassen, ich habe vermehrte Feindaktivitäten auf den Sensoren. Als sagen sie alle. Auf der anderen Seite des Turms führen Lüftungsschächte in die Fabrik. Na klar. Meines Wissens kommen sie über den Turm nicht in die Fabrik. Ich denke, sie müssen sich etwas einfallen lassen. Oh, ich bin so unkreativ. Kämpfer, haltet sie auf Distanz, Deltas. Flankiert das neue Ziel. Deckung. Das macht man hier aber nicht. Du Ohr mit Arsch. Wie viele die einfach schlucken, ne? Was ist denn ernst? Mülleinheiten eher besser. Lebe! Na, ja, gerade als ich das Ding so baue, weißt du? Schon viel besser. Was ist er denn? Wir machen sie alle, Delta-Team. Und tschüss. Volltreffer. Bin gleich wieder da. Er muss wiederbelebt werden, Delta. Bin unterwegs zu 6-2. Gehen Sie in Position, Delta. Ja, klar. In Position. Boah, ihr seid nervig, ne? Aua. Nicht auf mich. 6-2 muss nachladen. Ja, hat er noch. Hab ich ernsthaft gegen die Wand geschossen? Guck nicht so blöd. Sie, Bagdad, jetzt. Ja, Sir, bin unterwegs. Deckung. Sonargeschütz am Ende der Brücke. Was kaputt? Bagdad verabreicht. Gönnen Sie sich ein bisschen Bagdad, Delta. Ja, Sir, vielen Dank, Sir. Gehen Sie in Position, Delta. Gehe in Position. Bin wieder gesund. Einer weniger, Kommando. Ha, wenn das nicht so toll ist. Genau wie im Simulator. Roger, hole Bagdad. Sie haben auf der Brücke eine Barrikade errichtet. Na, fällt immer früher auf. Noch einen Sprengsatz. Bist du ein Blitzmerker? Her mit den Feinden. Nein. Manöver abbrechen, Delta. Torpiers. Mit wem? Deckung, Deltas. 3-8 hat den schwarzen Tropfen. Ich glaube, die nicht mal ansatzweise. Sie, Bagdad, jetzt. Besorge Bagdad. Delta Team, machen wir jetzt von hier. Schnell. In Position, Boss. Tschüss. Sie eliminieren. Vernichtet.
Der nächste bitte. Ja, du hältst dich da erstmal. Wunderschön. Okay, alles klar. Ziel eliminiert. Wie war das? Ach, viel besser. YOLO. Ist nur hier. Von hier haben wir freies Schussfeld. Bin unterwegs. Deckt mich, meine Mädels. Ja, ich rede gar nicht so viel, es tut mir auch leid, aber ja. Muss ich hier mal so ein bisschen auf das Geschehen konzentrieren, na? Kann ja nicht immer Bullshit labern. Boah, ich kann das immer. Achtung, Granate. Bumm. Das war eine Bombe und keine Granate. Wir brechen auf. Komm mal mit, Mädels. Damit hat er nicht gerechnet. Doch, bestimmt. Nippel doch mal ab. Die sind so ein bisschen nervig, ne? Scharfschützenstellung einnehmen, Kommando. Ach du schon wieder. Haha. In Position. Ah. Und tschüss. Ha, voll ins Knie. Headshot voll ins Knie. Das war erst der Anfang. Vom Ende? Position ändern, Delta. Könnte ich den ganzen Tag machen. Glaube ich dir. Ich brauche jetzt mal Money. Dankeschön. Magda eingenommen. Sehr schön. Dann können wir ja mal versuchen weiterzugehen. Da kommen wir nicht rüber. Wir müssen uns wohl eine eigene Brücke bauen. Eine gut platzierte Bombe am Fuß des Turms und schon haben wir eine Brücke. Dass du so alles weißt. Bin ich schon beeindruckt. Los an das Geschütz, Delta. So, dann mache ich das mit der Bombe und die sind am Geschütz. Klingt da noch einen coolen Plan. Aua. Sieht zwar eure Idee von Verteidigen aus. Deckung, Deltas. Ein hübsches Feuerwerk. Ach, macht er ganz alleine, ja? Ist das ein Arschloch? Was wollen wir mehr? Habe ich dir aber nicht erlaubt, ne? Gute Arbeit, Deltas. Die Fabrik ist gegenüber ihrer aktuellen Position, Deltas. Jetzt bin ich schon unterwegs. Bereit, Sir. Habe ich gar nicht zugesehen, das wäre doof. Der rennt aber vor. Das habe ich gebraucht. Vor allem, wie praktisch, dass wir über die... Ja! Yeah. letzter Spielstand oder letzter Level? Ja, was soll ich sonst machen, du Idiot? Super. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir dann wieder. War gar nicht so lange, wie gedacht. Und jetzt sehen wir das mal live mit. Plumps. Was wollen wir mehr? Weiß ich nicht. Dass der Typ sich mal ganz kurz hält. Gute Arbeit, Deltas. Die Fabrik ist gegenüber ihrer aktuellen Position, Deltas. Ja, mach mal hin. Bereit, Sir. Mach mal hin. Oder nicht eine Waffe. Ja, schön blöd von mir, da runterzufallen. Was ich eigentlich sagen wollte, wie praktisch, dass überall diese blöden Bakterspender herumstehen, ne? In einer Druidenfabrik. Eine geonosianische Strahlenwaffe. Gott, ist das Ding hässlich. Die Fabrik ist auf der anderen Seite dieses Lüftungsschachts. Los! Boah, recht. Hat er recht. Nee. Gut, gehen wir da mal hin. Zerstörung der Fabrik. Das Delta-Team hat einen Zugang gefunden und ist in die Fabrik vorgedrungen. Doch es wird nicht leicht. Die Mission zu wenden. Mehrere wichtige Komponenten müssen identifiziert und zerstört werden, um der Druidenproduktion einen empfindlichen Schlag zu versetzen. Dann wollen wir das mal in Angriff nehmen, ne? Okay, Position. Suchen Sie einen Computer und kopieren Sie die Fabrikpläne. Ich prüfe Sie auf Schwachstellen. Schwachcomputer. Hier waren wir hier lang, Mädels. Radikale Umstrukturierung initialisieren. Oh. Das hier springt das. Brauche Deckung. Ja, wovor denn? War es rot-rot-grün oder rot-grün-rot? Der soll der Sprengstoffexperte sein. Ja. Bombe zart. Achtung, Granate. Oh. Hallöchen. Guter Schuss. Nur noch Schrott. Was macht ihr denn hier im Lüftungsschacht? Vor allem, wie gut, dass immer die Lüftungsschächte alle so übelst groß sind, ne? Richtig praktisch. Hört mal auf mit euren Gesängen, Mann. Nachher kriege ich wieder einen Copyright-Strike. Nicht, dass es nicht schön ist, aber naja. Ich weiß nicht, warte mal. Befehl ignorieren. Roger, rücke vor. Wir gehen. Tür öffnen, los. Wir gehen krass rein. Alles gesichert.
Achtung, Granate! Los, Attacke! Na Mann, mach doch mal jetzt. Ziel eliminiert. Nein, nicht du. Fertig. Hacken Sie das Terminal. In dieser Konsole haben Sie Zugriff auf den Hauptcomputer der Fabrik. Sobald die Verbindung steht, kann ich die Türen öffnen. Oh, Mutter. Ziel eliminiert. Darf man doch nicht mal, Das könnte hässlich werden. Die Gegend beobachten. Okay, alles klar. Na los, Nippel ab. Ich wollte gar keine Pistole zücken. Achso, habe ich auch noch die Waffe. Wir haben alle Daten analysiert. Es gibt zwei für den Betrieb der Fabrik kritische Ziele. Die erste Leitung befindet sich vor dem Kontrollraum, in dem Sie sich aufhalten. Die zweite Leitung ist am Ende des Fließbands auf der Fertigungsebene. Sie müssen beide Ziele zerstören, die Energiezufuhr der Fabrik zu unterbrechen. Einsatzzielanzeige wird aktualisiert. Machen wir, machen wir. Tür öffnen, Delta. Ich brauche Feuerschutz. Dir geht's gut, Delta. Machen wir das mal so, dann können wir uns alle nochmal heilen. Ich bin gleich fertig. Musst du kacken? Tür gehackt. Es kann losgehen. Klopf, klopf. Ja, eine Granate wäre doch besser gewesen. Aua. Und hier haben wir freies Schussfeld. Mache Waffe bereit. Immer diese super Krampfdruiden, ne? Kaputt. Das ist die erste Stromleitung. Wir müssen weiter runter. Präzisionsschuss einleiten, Delta. Konzentriere mich auf Ziel. Wurde mich noch nicht gehört? Ich dachte, ich hätte noch eine Granate übrig. Aber dem war leider nicht mehr so. Hier ist aber wieder was los. Muss mal kurz warten, bis die Schilde regenerieren. Delta-Team, machen wir es von hier aus. Geh in Position, Boss. Machen wir es von hier aus. Gegner terminiert. Hacken Sie endlich das Terminal-Kommando. Kaputt. Ich will hier rein. Kaputt. 4-0, Zugriffsversuch erfolgreich. Sie, Bacta, jetzt. Ohne Bacta, Sir. Bin einsatzbereit. Hab ich doch schon. Ist das so ein geheimes Zeichen? So ein geheimes Zeichen, dass ich die öfters mal benutzen sollte? Na, wer weiß. Ich werde aber hier lang. Husch. Ich komme ja schon. So, komm mit. Position ändern, Delta. Überraschung. Hallo. Schöne musikalische Untermahnung. Denn... hier. Was zum Teufel? Das ist die zweite Stromleitung. Los, mach den mal kaputt da. Radikale Umstrukturierung initialisieren. Bumm. No Scope. Scheiße. Nein. Wiederbeleben. Die kann ich. Ich würde lieben gerne helfen, aber ich bin beschäftigt. Nicht so schlimm. So, Geduld ist eine Tugend, das wissen Sie doch. Ist so schlimm, ich bin wichtiger als das Ziel. Ja, dann lad mal nach. Ob ich denn mal so aufgestanden ist, auch wieder Weihnachten. Ich glaube, das hat Bumm gemacht. Ja, das war meine Stromversorgung. Also diese super Krampfdruinen, die sind ja schon so ein bisschen nervig. Das sollte man so... Scheiße. So ein bisschen mit, Vorsicht dran gehen, er hat irgendwie einen Hirnfehler. Aha, Idiot. Was für ein Idiot. Und hier gibt's nichts mehr, da. Gönnen Sie sich ein bisschen Bacta, Delta. Hole Bacta! Das war ja praktisch, dass sie hier alle rumstehen. Was ist denn hier los? Kaputt. Super Kampfdroiden! Zeigen Sie, was Sie können, Kommando. Ja, Sir. 4 Minuten nach. Warte bereit.
Das soll ja genug. Ziel eliminieren. Na los. Ich glaube, mir war mal so, je länger man auf die zielt, umso härter wird der Schuss, aber bin mir auch gar nicht mehr so sicher. Ah, für die verschwende ich die Munition nicht. Wir müssen den Schild abschalten und den Sprengsatz platzieren. Von hier haben wir freies Schussfeld. Sie erleben eine Meisterschaftssituation. Feind am Boden. Delta 07 ist einsatzbereit. Ja, du bist noch da drin, ne? Okay. Nee, ist ja gar nicht mehr. Naja, scheiß drauf. Hack mal den Shield. Ja, ist ja kein Problem. Terminal gehackt, Sir. Verschleppung abgeschlossen. Gegner am Boden. Kommt die denn her? Ich mach das mal, Mädels, ne? Beschützt mich. Doch, der muss ja noch auf Position sein. Unten links sind ja die Dinger noch. Von da her. So, mach Boom. Harte Arbeit, Eltas. Laut meiner Sensoren stinkt die Fabrik. Los, Team, verschwinden wir. Stinkt die Fabrik? Bagdad-Prozedur einleiten, Data. Habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Schön, dass das Strom aus ist und so, aber hier alles noch weitergeht. Komm, mach hin, du bist nicht der Einzige. Manöver abbrechen, Delta. Das war lustig. Ohne Bagdad. Mach mal hin. Verlassen Sie die Fabrik. Ja, ja. Bin ja schon dabei. Hetz mich nicht. Ich bin noch nicht mehr der Jüngste. Ja, lass mich doch mal hier durch. Raus hier! Anberater, wir müssen hier raus! Schnell! Rechnen Sie! Wo sind Sie gerade? Schuss! Schön, dass ihr vorbeischaut! So. Achso, das ist bis zum schönen Ende. Scheißen mal auf alles. Bluffverhör raus hier. Vorstoß zum Kernschiff. Da jetzt, da die Fabriken offline sind, muss das Delta-Team durch feindliches Gebiet vordringen und ein nahegelegenes Separatistenschiff ändern. Irgendwo an Bord befinden sich dort die Startcodes für die gesamte Kernschiffflotte. Gut, das machen wir aber im nächsten Part. Wir sind bei 23 Minuten. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Part von Star Wars Republik Kommando wieder. Bis dahin. Tschüss.